Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena. Ich bin gerade dann überlegen, ob ich überhaupt spiele, weil ich habe hier eine Quest, also ich werde spielen, aber ich habe hier eine Quest von wegen mit ihnen hier. Sipüt. Und den habe ich bei mir hier nicht drin, deswegen müsste ich einen neuen Hangar bauen. Also würde ich sagen, ich baue einen neuen Hangar und danach spielen wir eine Runde 5 gegen 5. Viel Spaß! Okay, dann würde ich mal sagen, wir legen los. Wir schmeißen hier erstmal alle Mechs raus, die ich habe. Entfernen. Jawohl. Entfernen. Jawohl. Da muss ich mir noch ganz viel Werbung hier unten anschauen. Damit ich die Bonisse alle kriege. Entfernen. Jawohl. Und dann geht es am Donnerstag schon los. Bin ich wieder weg. Für eine Woche sozusagen. Also ich bin am Dienstag wieder da. Entfernen. So, alle entfernt. Okay, okay. Eigentlich bleibt mir nicht viel übrig bei so wie ich immer spiele, weil ich habe noch Erfolge mit Paragon. Und da habe ich noch genug Erfolge. Mit irgendeinem hatte ich nur noch einen Erfolg. Ich glaube, das war mit Slingshot. Da habe ich auch noch drei Erfolge, die ich holen möchte. Hier habe ich auch noch drei Erfolge, die ich holen möchte. Aber Slingshot war, glaube ich, nur einer. Genau. Das ist der letzte Erfolg von Slingshot. Also er kriegt Ansturm. Wir fangen mit Slingshot an. Mit Ansturm, würde ich gerade sagen. Nimm mal Slingshot. Hole ich mir jetzt meinen. Achso, ich kann ja auch noch den hier einmal kurz aufwerten. Zack. Oh, eine Quest fertig. Der Slingshot. Wo ist denn der Slingshot? Da ist er. Hinzufügen. Wir nehmen Ansturm. Ergebnisse: Ansturm. Er hat 12 Energie. Okay, die habe ich alle nicht. Die habe ich nicht, habe ich nicht. Den habe ich. Warte mal, war bei Slingshot eine bestimmte Waffe war das, ne? Oder? Lass mir die Quest schnell abholen. Zack. Hier auch noch. Slingshot. War es eine bestimmte Waffe oder nur Ansturm? Keine bestimmte Waffe. Gut, Ansturm. Normal. Ansturm. Welche habe ich denn? Ich habe die hier. Das ist die Puls. Wie ist die? Bienenpuls? Pulskanonen. Genau. 12. Also bei 12 werde ich meistens immer eine 6er nehmen. Meistens, nicht immer. 6 habe ich die Plasma-Kanonen und die Puls-Kanonen. Habe ich noch eine, die ich noch aufwerten muss? Nein. Also natürlich mit den gelben für nächsten Rang könnte ich sie aufwerten. Allerdings, ich möchte mir die A-Coins für den nächsten Mech zusammensparen, die ich mal kaufen möchte. Also ich würde sagen, dann nehme ich diese Pulskannen. Boah. Nimm mal die. Mal wieder. Hat sich also nichts geändert. Und dann fahren wir ihnen hier. Oder sie. Oder es. Wie auch immer. Ist noch auf Puls drinne. Perfekt. Dann schauen wir weiter. Nächster Erfolg. Haben wir noch die drei, die ich mit dabei haben möchte. Und ich brauche ihn hier noch auf jeden Fall. Hat der Erfolge?
Oh, dann noch frei. Das ist gut. Jean-Dot, der hat entweder Steel Beam, Strahl oder Long Arm. Long Arm wäre auch nice. Was habe ich mit Ihnen hier? Syraketen, Gauss-Riffel. Also entweder Syrakete oder Gauss-Riffel. Ja, okay, er hat nur halt. Ah, ne, er hat hier noch alles. Ach, ich habe jetzt aber irgendwie keine Lust auf die Artillerie wieder. Was haben wir noch hier? Autocannon. Paragon und Raketen. Tja. Ich lasse ihn trotzdem erstmal bei Artillerie. Ja, muss ja irgendwann mal fertig kriegen. Guck mal, der ist auch schon fast fertig. Sind noch 20 Millionen, dauert zwar noch eine Ewigkeit, weil sehr oft kriege ich eine Runde mit ihm, wo ich gar keine Artillerie benutzen kann. Dann gehen wir jetzt nach Paragon. Paragon, wo bist du denn? Da ist er. Einmal die Artillerie. 16. Ich könnte die hier nehmen. Oder auch nicht. Weil wenn ich die nehme, kann ich keine andere mehr nehmen. Oder ich kombiniere, falls ich wieder in eine Runde komme, wo ich keine Artillerie nehmen kann. Machen wir es so. Ausrüsten. Was für eine Quest hat er noch, die ich mit ihm machen könnte? Also erfolgmäßig. Artillerie. Ah, nehmen wir hier Gewehr. Ein Gewehr. Gut, knall ich ihn ein Gewehr rein. Tu, 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 tu. Gewehr. Gewehr. Und was habe ich denn mit Stärke 6? Gauss-Riffel? Das ist der einzigste. Ein Longarm, Longarm 8, Longarm 10. Ey, ich nehme einfach hier Longarm 10, also doch nicht, doch, ich möchte Artillerie, ich möchte die fertig machen. Ah, nämlich einfach die 8er, egal. 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 Habe ich jetzt ausgerüstet? Ausrüsten. Nein, ich will nicht. Ich nehme die Artillerie. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich drücke hier schon wieder wild herum. Okay. Haben wir Paragon auch schon mal fertig. Also bislang hat sich noch nichts geändert. Und dann. Jetzt könnt ihr was ändern. Habe ich doch die beiden, die ich unbedingt haben möchte. Der ist hier fertig. Ansturm ist schon vergeben. Also ich könnte Zielsuchrakete nehmen. Oder Gauss-Riffel. Ich hatte vorher Gauss-Riffel. Ich glaube, ich nehme Zielsuchrakete. Ich vergleiche noch mal mit den Erfolgen hier. Machen wir es so. Ja. Ich habe mal wieder Lust auf Zielsuch-Werkzeug. War da eine bestimmte Zielsuchrakete? Nee. Okay, dokie.
Wo bist du denn jetzt hin? Jagannath. Ah. Puma. Noch weiter unten. Ah, letzter Platz. Natürlich. Sisu-Raketen. Acht. Also, ich denke mal, da packe ich nur eine rein. So, habe ich Raketen gedrückt? Sisu-Raketen. Nicht normale Raketen. Überladen, überladen. Acht. Oh, ich könnte auch mit der Disc Launcher spielen. Dann kann ich die auch gleichzeitig mit leveln. Sonst. Okay, ausrüsten. Der ist auch auf Disc Launcher. Der Pilot. Dann nehmen wir den noch. Und bei den letzten beim Puma. Puma? Nein, Jagannath. Jagannath war es jetzt. Longarm. War ich mir, glaube ich, gemerkt. Ich schaue gleich nochmal nach. Aber ich meine, es wäre Longarm gewesen. 12. Entweder gehe ich mit einem Schuss. Oder ja, ich gehe mit einem Schuss rein. Bam. Okay, er hat jetzt hier Ghost Rifle. Das muss ich ändern. Oh. Dann ist die epische Ladung weg. Entfernen. Entfernen. Okay. Longarm. Nachladezeit. Installiert. Habe ich doch was mit Longarm hier? Im epischen Bereich? Ich glaube nicht. Was habe ich hier noch mit Longarm? Der Schaden. Okay. Gebongt, du bist dabei. Schau noch mal nach. War es auch wirklich Longarm gewesen? Longarm, genau. Müsste auch schnell gehen. Hoffe ich, hoffe ich. Ja, man könnte noch bei denen vielleicht ausruhen von wegen die andere Seite. Aber ich mache rechts. Ist der rechts, der rechts. Passt schon. Und dann brauche ich mein letztes Mech, wo ich die Quest für habe, weswegen ich eigentlich meinen Hangar wieder umbaue. So weit hoch. So weit runter. Da ist er. Also, ich habe vergeben Zielsuch. Schon weg. Die hat Launcher. Ich könnte den Strahl vergeben. Raketen. Und Nahkampf. Boah, 2250 Tötungen. Heftig. 900 Tötungen. Das 420 Millionen. Ich glaube, ich nehme die Raketen. Ich merke mir aber schon mal Raketen und Nahkampf. War das eine bestimmte Waffe? Habe ich wieder nicht nachgeschaut. Raketen, egal. Nahkampf, egal. Okay. Raketen, Nahkampf. Da ist er. So. Schau mal. 12, am besten was mit 6. Raketen und Nahkampf. Also die ist cool, aber ich würde sagen,
die ist besser für ihn. Was habe ich noch hier? Die ist natürlich auch geil, die Fragment. Vor allem, wenn er gestunt ist, kann ich die da rausrotzen, sage ich jetzt mal. Und das wird er nicht überleben. Nee, die nicht. Aber ich glaube, bei der bin ich mir sicherer, die macht mehr Schaden. Schaden 23.000 und. Oh, die macht mehr Schaden. Aber bei der weiß ich, es ist 90% kaputt, die Mechs. Nicht immer alle. Der ist komplett auf mich geskillt hier. Fähigkeit Dauer, Fähigkeit Abdrücken. Okay, Schaden kann ich vergessen. Und den könnte ich ja löschen. Dauer, Abklingzeit, Schaden. Weil meine Fähigkeit macht keinen Schaden. Systemabsturz. Habe ich denn eine Fähigkeit für sein Dingens? Ich glaube nicht. Oh gut. Haben wir hier Rocket Ranger, Rocket. War doch Rocket, oder? Wie ist die? Missile Rocket. Missile Rocket. Missile. Nein, war nichts. Missile Rocket Schaden. Ich nehme einmal die hier rein. Nein. Wo bist du? Fähigkeit? Epische Fähigkeit? Wo bist du? Misch, 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 misch. Ja. Wichtig. Ja, weiter schauen. Missile Rocket. Nachladezeit auch nice. Aber wenn er nicht kaputt geht, würde ich eigentlich sagen, dass der Schaden wichtiger ist. Ist zwar nicht viel, aber 2%. Bei 23.000 Schaden werden das für fast 500 Schaden mehr. Ja, ich glaube, ich lasse das so mit den Schaden. Habe auch keine andere gesehen. Habe auch nur ein bisschen überflogen. Dann würde ich mal sagen, das ist mein jetziges Deck. Hier fehlt was. Longarm. Longarm. Okay. Und ich sage jetzt mal, viel Spaß bei der nächsten Runde. 5 gegen 5. Mit meinem Team, Hangar. Viel Spaß. Okay. Ich habe das Gefühl, dass mein Internet seit gestern wieder ein bisschen stabiler läuft. Also gestern, wo ich gespielt habe, hat es so ein bisschen gehakt, obwohl ich sehe es gerade auch wieder, hakt wieder. Ah nee, läuft doch nicht so stabil.
Wie schön. Da war ein Loch. Los. Ach nee. Also Longarm macht schon Schaden, ganz schön. Und weg ist er. Hier bräuchte ich jetzt die Longarm nun mal auf der anderen Seite. Aber egal, komm her. Nice. Ach Mensch. Doll you tweet. Ja, ach, hast du verloren. Aber noch ein Kegel. So, wir gehen weiter mit ihn hier. Zack. Mit dem Disc Launcher. Auch eine sehr schöne Waffe. Zack, boom. 3, 2, 1 und. Okay, nice. 4, 3, 2, 1 und. Da hinten ist einer. Schnell rüberflitzen. Hey, wo ist denn da hin? Kommt doch gar nicht hoch. Schade. Ah. Gut, dann kommen wir auch mit den anderen ran hier. Artillerie bringt hier nichts. Bringt schon was, aber. So, jetzt kann ich die Artillerie nehmen. Artillerie. Muss ich auf jeden Fall nach oben. Und. Sind alle auf der anderen Seite. Ach nee. Und dann stehen sie auch noch alle unten. Bringt er sich selber um. Dumme Spinne. Oh nee. Ist zu nah dran. Oh, da. Geht er rüber? Oh, nicht getroffen. Aber es geht. Schnell wieder rüberlaufen. Da ist einer oben. Ah. Und? Ah, Mist. Warum hat er sich bewegt?
ich habe getroffen. Okay, gut. Wenn ich mit dem Fall nicht abgestürzt wäre, hätte man bestimmt gewonnen. Na gut, würde ich trotzdem sagen. Und das war die Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zweiter Platz, bitte. Bitte zweiter Platz. Aus meinem Team der erste, insgesamt der dritte. Nach den Punkten. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.